Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuen Teamprojekt. Hier zusammen mit dem Axel, der Moni, dem Pamu, dem Soso und mit meiner Wenigkeit, die ausgebeutet wird, ständig. Hallo zusammen. Aber ich meine, jetzt sind wir hier direkt an der Quelle. Ich schmeiß jetzt einfach mal ein Talk-Thema in die Runde, wenn ich darf. Oh ja, das war. Natürlich, Süße, dafür ist es doch da, klar. Talk. Euer nachträglicher Eindruck vom Krufarin-Finale. Unser nachträglicher Eindruck. So von den Spielen, von den Spielern. Ich meine, gut, sind nur noch zwei Spieler da. Ja. Ich meine, wir wussten ja eh schon, was kommt. Das stimmt, genau. Deswegen war ich jetzt tatsächlich nicht wirklich emotional. Bei mir kommt es jetzt erst hinterher, wenn ich mir das alles nochmal angucke, wo so der ein oder andere Gänsehautmoment da ist. Ja. Das stimmt aber allerdings. Wie habt ihr das Finale auch so wahrgenommen? Also jetzt auch gerade vielleicht auch eine Moni, Pamu, aber auch Yannick, Axel, die halt mit mir in der Projektleitung sind. Also ich kann ein was sagen. Mich hat das, also wirklich im Real Life, das mit Fritzl komplett aus dem Leben genommen. Ich konnte dann wirklich zwischenzeitlich nichts mehr sagen, weil mein Charakter kurz vorher noch mit ihm telefoniert hat und seine üblichen Späßchen gemacht hat. Und das hat mich dann wirklich, wie ich das dann mitbekommen habe, das war dann ein bisschen zu viel für mich dann in dem Moment. Also es hat mich richtig mitgenommen. Mhm. Ich war davon, muss ich ehrlich sagen, überrascht, dass das so ja, gekommen ist, sag ich mal. Frag mal die Projektleitung. Die wusste es nämlich auch nicht. Ich habe ja im Video schon mal gesagt, ich glaube eine Stunde vor Aufnahme oder so hat das uns dann gesagt. Ja, richtig. Aber ja, es ist halt. Ja, ich kann es halt. Also, ich kann es noch nicht richtig fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt doch schon lange ging. Lange, sehr viele Folgen, sehr viele Aktionen, sehr viele Storys, die da auch stattgefunden haben, von Anfang bis Ende. Sehr viele Dinge, die damit auf den Weg gegeben wurden. Sehr viele lustige Dinge. Für mich immer noch das Lustigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Nonplusultra. Die Kenia-Flashbacks werden mir immer in Erinnerung bleiben. Weil es mich da immer noch komplett aus dem Leben nimmt, wenn ich mir das anhöre. Aber generell, so um deine Frage zu beantworten, aufs Finale bezogen, das mit Fritzl, wo er sich da halt, also weißt du, wie der Charakter gestorben war, wo ich das dann halt auch im RP, klar, wir wussten es vorher, ne? Das steht außer Frage. Allerdings war trotzdem in dem Moment, wo die Nachricht so über das Telefon kam, bei mir persönlich, habe da gesessen und Gänsehaut gehabt. Gänsehaut pur, ne? Weil in dem Geschehen mit drin gewesen und dann so diese Nachricht von dem Charakter, wo du ja immer auch mit stetig zu tun gehabt hast, ne? Und ich persönlich habe ja den Charakter sehr gefeiert, ne? Egal, du hast ja auch sogar bei ihm angefangen, oder? Genau, gerade auch deswegen, ne? Weil das war ja so der Beginn des Ganzen, so, und das dann so im RP zu hören, das hat mir persönlich ein Gänsehaut-Feeling sondersgleichen verschafft. Weil das hängt mir noch ein bisschen nach. Ich werde mir die Folgen mal noch ein paar Mal angucken. Und vorher gerade sogar in Kram rein. Weil, ja, ich muss erstmal sacken lassen und verarbeiten. Und was noch so ein Gänsehaut-Moment war, auch am Ende, wo wir nochmal unseren Spalier gemacht haben. Ja. Alle zusammen. Wo wir uns da so nacheinander, also wo dann alle nochmal so nacheinander vorgestellt wurden mit den Charakteren, die gespielt haben und so. Da hat man dann schon irgendwo auch erst einmal realisiert, ne? Das war's jetzt, ne? Es ist halt wirklich Ende. Und ja. Aber ein was fällt mir noch eins. Ne? Das darf man nicht vergessen. Gibt nämlich noch was gleichzusetzen mit Genia Flashback. Die trockenste Aussage ever, wie ich persönlich finde. Da ging es um eine Versicherung. Ne, ich bin in der Familienversicherung. Mehr sage ich dazu nicht.
Das war auch so ein Ding, das hat sich die ganze Zeit durchgezogen. Das war halt... Was soll das denn heißen, verdammt nochmal? Ja. Das war halt auch so, ne? Ajub, der Landstreicher, wie er da ankam und dann, also das war schon... War mega. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da stehe ich auch immer wieder dazu, Projektleitung sind ja der liebe Yannick, der liebe Susu und natürlich auch unser Steffen, der Gute, ne? Ist da in enger Zusammenarbeit mit uns, von Modding-Seiten her auch gleich, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir einen Heidenspaß. Es ist so, es ist so eine Wellenlänge, ein reger Gedankenaustausch. Ne? Und man schmeißt was in den Raum und jeder hat dann schon in seinem Kopf irgendeinen geistigen Dünnschiss zusammengesponnen, wo dann halt was draus wird, was passt und hat und Fuß hat. Genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist halt auch das, was es ausmacht, ne, finde ich. Und das macht halt auch einen Heiden Spaß. Und ja, Jungs, es wird mir immer wieder ein Fest sein mit euch. Aber Axel, da muss ich auch einmal Danke an dich sagen. Nee, du hast zum Beispiel Sarah und mir die Möglichkeit geben, zum Beispiel komplett freie Hand mit dem Bayerischkurs. Aber auch du hast uns komplett freie Hand gegeben, damals bei dem Story-Technischen, wo das damals war mit dem am See oben bei euch am Landhandel, wo ihr euch ja dann eigentlich im Endeffekt ja gefunden habt dann. Mhm. Dass du damals gesagt hast, denkt euch was aus. Und das fand ich auch echt cool von dir, dass wir dann auch mal als Spieler freie Hand hatten in der Story. Ja klar, na gerne, ist halt so. War der Gasmuni, ne? So, du verrückter Hund! Hat Grüß ab, leicht Monat! Gibt's ja. Für dich das Herz, was mit Herzen kommt. Dankeschön. Aber Moni, ja, es ist halt, guck mal, es ist halt auch so, na, das ist ja das, was wir auch immer kommunizieren. Ne? Wir haben ja so generell unseren Story-Freitag, wie man mittlerweile eigentlich schon so nennt. Ne? Und in den Aufnahmen selbst sagen wir ja schon immer so, heute ist frei AP an alle Spieler. Ne? So frei AP bedeutet einfach, dass die Spieler frei agieren können, sich wirklich, ohne dass wir von der Projektleitung jetzt davon wissen, dass sie sich Dinge ausdenken können, die durchziehen können, ne? Einfach deswegen, weil dann auch wieder Handlungsstränge entstehen im RP, wo wir von der Projektleitung das schon wieder aufgreifen, um eventuelle Storys zu spinnen. Ne? So. Und deswegen, Moni, klar, also da muss man. Da muss man eine Stange sagen, ich kann damit eh nicht so gut. So, Yannick, wie ist das? So, und deswegen immer raus damit. Wenn ihr Ideen habt, tut und macht und tobt euch aus. Ich glaube, das beste Beispiel ist unsere Zeitung, was die schon an Stories gebracht hat. Die Zeitung halt auch mega. Ne? Also die Zeitung, was ihr da gemacht habt, Mädels. Ne? Also das hat echt nochmal richtig viele Möglichkeiten gegeben dadurch. Definitiv. Und es war halt schon immer was los, ne? Zum Beispiel, denk mal, in den Folgen, ne? Da hast du denn in der Zeitung gelesen, das und das, ne? So. Der eine hat gelesen, der andere gab noch nicht dazu. Und da kamen die lustigsten Dinge dabei raus. Und das Schöne ist, man hat eigentlich auch am Schreibstil erkannt, ob Sarah oder ich geschrieben. Also meine waren ja eher wegen die bissigeren Texte. Bei Sarah waren es halt viel diese sachlichen. Aber sie hat aber auch einmal einen richtig bissigen Text geschrieben, wo mich irgendeiner dann angeschrieben hat, Moni, war der von dir? Und ich habe damals gesagt, nein, das war sogar wirklich mal von Sarah. Pascal, am besten war der Streit zwischen Miguel und Harry. Oh ja, dazu. Oh ja. Oh ja. Also tatsächlich, was ich sagen muss, was so mein Lieblingsmoment war tatsächlich recht am Anfang. Mit die Geschichte mit Emily und Harry und Till da auf dem Fritzelhof. Ja. Das war auch so mein noch aktuelles Highlight halt mit der Hochzeit. Aber ja, das waren so tatsächlich so meine Highlights, die ich mit meinem Char so nicht erlebt habe. Das war halt auch geil. Dein Charakter habe ich auch sehr gefeiert. Mit dieser spitzzüngliche. Aber mit einem lockeren Spruch drauf. Das war schon.
Was schade war, wir hatten ja einmal, ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen oder dann mitbekommen hast, wir hatten ja mal im Wochenblatt, gab es ja mal ein Urlaubsfoto, da ist der Harry aber nie wirklich drauf eingegangen. Nee, stimmt, hat er gekonnt ignoriert. Hat er wirklich gekonnt ignoriert. Man muss noch dazu sagen, Fun Fact, das ist hier auf der Map entstanden. Ja. Mal nach einer Teamaufnahme. War das nach einer Teamaufnahme? Oder? Das war mal nach einer Teamaufnahme. Unglaublich. Ja. Ist sogar hier im Urlaub rumgetrieben. Ich wusste es fast. Nee, aber es war halt wirklich. Es ist halt schön, schöne Ära. Und wenn man da mit dabei sein durfte, also so geht es mir halt immer, ne? Wenn man da bei sowas Großem mit dabei sein darf, das ist halt unbeschreibliches Gefühl, ne? Also, ich hab's ja schon mal gesagt, es ist halt dieses ich hab's als Kerl angefangen zu gucken, Folge 1, und saß dann zum Beispiel mit dem Schmiddy auch drüben in unserer alten Community so, boah, wie geil wäre das, da mal mitzuspielen. Und im Endeffekt saß ich da und habe aktiv das Ende mitgeplant. Das ist halt auch nochmal krass, halt, ne? Das, ja, das ist bei mir so ziemlich ähnlich gewesen. Aber geht mir nicht anders. Ich bin irgendwann, ich weiß gar nicht, zur 100. oder kurz nach der 100 oder so, bin ich, glaube ich, mit dazu gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Wer es weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher ich mit dazu komme. Aber es ist schön heftig, ne? Wie ihr schon sagt. Darüber nachdenken, dass man jetzt wirklich ein Teil auch von diesem Team ist. Ich habe mich ja damals ja eigentlich nur für Dynasty beworben. Weil ja damals aktiv Leute für diese Mittwochs- und Donnerstagsaufnahmen gesucht habt. Ja. Und ich habe wirklich ja nur zu dem Zeitpunkt an diesen Tagen Zeit hatte. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist halt schon krass. Oh ja, Moni. Daran kann ich mich auch noch zurückerinnern. Dynasty war halt auch nochmal so eine Sache. Aber generell, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also der Freitag war für mich persönlich, da muss man auch dazu sagen, die Jungs haben da mega Verständnis gehabt, weil ich habe vorher noch gekocht. Und aber das Gute war halt, muss man auch sagen, wir hatten uns ja vorher schon mal unterhalten, in welche Richtung wir gehen wollen, na, so, und das war da auch das Gute. Auf jeden Fall, wo wir Scheibenglas, ich brauche ein Gewicht. Das kriegt man hin. Das wird. Warte. So, das wird. Es war für mich in der Planung, also wo wir zuvor und dann noch die Planung so verfeinert haben, nur nochmal so komplett die ganze Zeit halt wirklich Gänsehaut. Na? Und das gebe ich offen zu, das haben Yannick sowieso gemerkt und so denke ich mal diesmal auch. Mein Puls war etwas höher als sonst. Etwas. Ganz dezent. Bei wem war es das nicht? Also, ne? Also ist ja kein Geheimnis, ich bin ja auch noch nicht lange in der Projektleitung. Das ist tatsächlich auch das erste in dem Bereich irgendwas leiten oder mit Plan oder so aktiv, wo ich halt mitmache, und ich saß den ganzen Abend, hatte dann so die Zuschauerzahlen von Tino im Blick und dachte mir einfach nur so, bitte lass es kein Reinfall werden. Ja. Und dann war ich auch wirklich den ganzen Abend nervös. Ja, das fühle ich. Einfach so diesen Druck, den Erwartungen, die der Zuschauer jetzt hat, oder auch ein Tino, Freezy und die anderen Teammitglieder, diese Erwartung zu erfüllen. Fühle ich. Fühle ich zu 100%. Oh, wirklich, aber es hat gepasst, Jungs. Es war ein schönes, emotionales Finale. Und ich muss sagen, ich bin einmal in der Story, in meiner eigenen Story umgeswitcht. Ich hab's einfach nicht fertig gebracht. Alter, das war ich aber auch einen kurzen Moment. Ich so, fuck. Das war so nicht abgesprochen. Nee, ich hab's echt nicht übers Herz gebracht. Ich hab's dann abgebrochen. Eigentlich sollte ja Achi über den Jordan gehen, meine Lieben. So, aber nee, ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Das war so, Moment, nee. Kam ja, wo ich da so unter Wasser gehangen hab, ne, dachte ich mir so,
nur noch mal so verschiedene Folgen so in den Sinn gekommen. Nebenan einfach beigezogen. Und da hab ich mir gedacht, nee, vergiss es, nein. Bin schon rausgesprungen wie so ein kleiner Wal. Man muss aber dazu sagen, das hat noch mal eine richtige Dramatik reingebracht in dem Moment. Ja. Das war ja. Das war halt wieder so eine komplett, so wie man es gewohnt ist von uns, so komplett ungeplant. Aber man muss jetzt dazu sagen, ich hatte ja beide Streams offen. In dem Moment war ja das schon bei Fritzl eigentlich rum gewesen. Du hast eigentlich im Endeffekt gewusst, dass Fritzl nicht mehr ist und dann siehst du noch, dass der Harry unter Wasser steckt. Und ich dachte so, nein, tut das jetzt hier niemanden noch mit an. Ah, das war schön. Nee, das hab ich echt nicht fertig gebracht. Nee. Nee. Aber dafür hab ich schon, wenn es vielleicht irgendwann mal weitergeht. Jungs, da müssen wir noch mal quatschen. Schwebt mir so eine gute Idee vor. Loop, das könnte lustig werden. Oh Gott. Man muss dazu sagen. Ja, ich bin ja immer so der mit Ideen um die Ecke kommt, auch mit. Also so diese komischen Dinger. Und Susu und Yannick hören sich das dann an, wie Susu vor uns schon geschildert hat. Generell, ne, kommt jemand mit einer Idee und dann geht das Gewusel los. Ihr müsstet manchmal echt Mäuschen sein, wenn wir da so in der Schmiede sitzen und planen. Da denkst du eigentlich, ja gut, was bei denen nicht richtig. Und ich denke halt, das ist das, was es ausmacht. Ja, glaub schon. Macht halt Laune. Kann man nicht anders sagen. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich kann mich noch damals daran erinnern, wo ich bei Fritzl noch am Hof war. Wo ich ihn den Floh ins Ohr gesetzt hatte in der Biogasanlage. Dann, wo ich abgeworben wurde. Fritzl! Denk immer an das Große und Ganze. Ah, ich glaube, für den Spruch wird er mich ewig verfluchen. Da muss ich ehrlich sein, ich habe einen Fritzl nie so aktiv verfolgt wie einen Timo. Also mit Fritz oder mit Freezy ange. Der war halt immer so, man kannte nur den RP-Charakter dahinter. Und da dachte ich mir immer, was ein unsympathischer Mensch. Aber er hat seinen Charakter gut gespielt. Ja, und das hat dann halt mit Freezy so, hat dann halt erst angefangen, als ich damals ins GTA-Team aufgenommen wurde. Als ich die Bestätigung hatte, dass ich da auf dem Server mitspielen darf. Da dachte ich mir dann so, gut, jetzt kannst du Fritz dann auch mal ein Abo auf Twitch dalassen. Jetzt kommen die Geschichten raus. Ja, das ist immer so. Es ist immer wieder schön, wenn man bei beide reinguckt, wenn man immer so die Reaktion von beiden sieht, wenn sie jetzt zumal zusammen in so einer AP-Situation sind, ne? Und die Reaktion von beiden so sieht. Ich finde das immer sehr interessant. Mhm. Bei manchen Folgen, wo sie so von Beginn bis zum Ende immer, sag ich mal, zusammen sind, so in der AP-Situation, leg ich mir die Videos immer separat nebeneinander. Da hast du alles gleich in einem Blick. Das ist schon. Ist nochmal eine andere Stufe von witzig. Ja. Wo Miguel das Schneidwerk verloren hat. Oh ja, das werde ich auch nie vergessen. wo wir mit dem Drescher losgefahren sind. Zum LU-Hof damals noch unten. Wo er in der Kurve das Schneidwerk weggesammelt hat. Und unten ankommt. Ohne Schneidwerk. Und dann Johannes damals noch am Hof. Johannes ja. Und Harry zusammengeholt hat, wo Johannes losfahren musste, um zu gucken, wo das Schneidwerk ist. Ach ja, es war schon schön. Das ist dann jetzt sogar noch einer ins Schneidwerk reingefahren? Ich glaube wohl, ja. Ich glaube ja. Dann vorbei, irgendwie sowas. Ich glaube ja. Das war schon mega. Aber, meine lieben YouTuberinos, das war von uns. Nochmal in der letzten Folge Team, so der Rückblick auf die letzte Folge von True Farming. Und ja, wie ihr seht, wir hatten schon ein paar coole Momente mit dabei. Ne? Und ihr könnt natürlich auch gerne
so eure Dinge damit reinschreiben, wenn ihr Lust habt. Natürlich sehr gerne auch die schönsten Dinge, woran ihr euch vielleicht erinnern könnt in Bezug auf Team. Was euch da so am besten gefallen hat, wo ihr vielleicht auch Verbesserungen seht, ne? Da könnt ihr auch immer wieder gerne damit raushauen. Und ja, in diesem Sinne, das war die letzte Folge vom Team. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss. Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Merch kaufen.